Moin und herzlich willkommen zu einem Aufbauvideo hier auf der Aero in Friedrichshafen. Ich bin heute angereist, denn ich treffe mich heute mit dem Tobias, der ist Projektleiter. Und der wird uns heute mal einiges erzählen, was es hier an Neuigkeiten gibt, an wichtigen Informationen für euch. Und hier ist er schon. Ja, hallo zusammen, hallo Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Aero, los geht's. Ja, Tobias, die wichtigste Frage. Das ist ja eine Aero, eine Luftfahrtmesse. Jetzt will ich mit meinem eigenen Flugzeug anreisen. Gibt es denn noch Slots hier in Friedrichshafen oder wie läuft es ab, wenn es keine Slots mehr gibt? Genau, also die ganzen Slots sind leider Gottes aufgrund des hohen Antrags schon restlos ausgebucht. Aber du hast natürlich sonst die Möglichkeiten, auch die benachbarten Flugplätze zu nutzen. Ja? Zum Beispiel den Flugplatz in Markdorf, den Flugplatz in Konstanz. Mhm. In Leutkirch, Mengen, also da gibt es auch viele Alternativen. Okay, und finde ich die Alternativen bei euch auf der Homepage? Absolut, bei uns im Besucher-, Anreise- und Unterkunftsbereich auf der Homepage stehen die alle drin. Okay, ja, das blende ich natürlich mal ein. Ja, das ist schön. Ich bin früher immer nach Konstanz geflogen, bin dann mit der Fähre rüber. Ich hatte so ein Fähren-Kombi-Ticket mit Eintritt. Genau. Katamaran. Ja. Genau, mit dem Katamaran. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt, wenn ich mal keinen Slot hier bekommen hatte. Genau, das gibt es auch dieses Jahr. Ja, cool. Dann wissen da auf jeden Fall schon mal die Zuschauer Bescheid. Und dann laufen wir mal weiter und gucken, was noch hier alles so geboten ist. So, wir sind jetzt eine Halle weiter hier. Da habe ich eine ganz wichtige Frage an dich, lieber Tobias. Ja. Wie sieht es aus mit dem Thema Corona? Habt ihr eine Einlasskontrolle oder habt ihr Beschränkungen, was Gäste angeht? Oder wie sind da gerade die Auflagen? Also, Fakt ist, nein, nein, nein. Das heißt, es gibt so gesehen keine Corona-Auflagen mehr. Wir haben weder eine Zutrittskontrolle, wir haben keine 3G-Regelung mehr. Wir haben keine Maskenpflicht sogar mehr. Es obliegt also jedem selbst. Es ist jedem selbst überlassen. Mhm. Trage ich eine Maske, trage ich keine. Wir empfehlen es im Sinne des Infektionsschutzes. Am Ende muss es jeder selbst entscheiden. Ja? Ja. Und was andere Regularien angeht, es ist eigentlich nichts mehr dabei. Ja. Okay. Ja, ich sage ja auch immer, man muss da mit einem vernünftigen Menschenverstand rangehen. Ja. Wenn sich einer schlecht fühlt, zu Hause bleiben. Ja. Leute, gebt euch nicht die Hand, leckt euch nicht ab, umarmt euch nicht. Ja, macht einfach nur so mit der Faust. Das ist eigentlich ganz gängig geworden. Und wenn es wirklich viel wird tatsächlich, wenn man das will, kann man sich eine Maske aufsetzen. Ich habe auch immer eine dabei tatsächlich, weil wenn es wirklich voll irgendwo ist, ja, sicher ist sicher. So ist es. Auch immer schön die Hände waschen und dann sind wir eigentlich alle safe. Ne? Genau. Und am Ende, wir stehen hier in einer sehr hohen Messehalle. Das heißt, wir haben hier eine erhöhte Frischluftzirkulation während der Messe. Wir haben trotzdem immer noch die erhöhten Reinigungsintervalle. Also wir haben trotzdem noch gewisse Infektionsschutzmaßnahmen von unserer Seite hier am Start. Okay, ja, das klingt doch schon mal vernünftig. Dann lass uns mal in die nächste Halle rübergehen und da schneiden wir dann das nächste Thema an. So machen wir's. So, jetzt sind wir in der nächsten Halle, in der A4. Und da habe ich direkt auch die nächste Frage an den Tobias. Ja. Denn im Internet gehen Gerüchte rum, dass die Messe dieses Jahr so eine abgespeckte Version wird, dass ihr keine Aussteller gefunden habt. Ja, das Internet und Gerüchte, lieber Frank. Also das ist natürlich Blödsinn. Ganz im Gegenteil. Okay. Also dieses Jahr zu kommen, ist absolut lohnenswert. 622 Aussteller, also nichts von wegen Corona-Rumpf-Edition. Es ist jetzt keine Rekordedition wie 2019. Ich denke, das erwartet aber auch keiner unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Stichwort Ukraine, Stichwort Corona-Pandemie-Ausläufer. Ja. Aber nee, das wird eine ganz starke Edition. Aber 622, auf wie viele Hallen habt ihr die verteilt? 11 Hallen, ein Static Display. Wir haben 2 proppevolle Konferenzzentren, 4 Stages. Also da kommt keine Langeweile auf, wenn man uns dieses Jahr besucht. Krass, cool. Ja. Also das hätte ich jetzt selber auch nicht gedacht. Finde ich eine schöne Information und ich denke auch, dass es wieder gut angenommen wird und die Leute endlich mal wieder raus wollen, netzwerken wollen, sich treffen wollen, neue Dinge vielleicht auch sehen wollen. Also absolut, so sehen wir das auch. Die Leute haben wieder Bock, die wollen raus. Mhm. Wir haben Bock, dass alle kommen. Und es ist auch noch wichtig,
es wird eine internationale Veranstaltung. Also allein diese 622 Aussteller, die kommen aus 34 Nationen. Also man wird nicht nur Deutsch hier hören. Okay, ja, sehr gute Info. Mhm. Ich denke auch an die Zuschauer da draußen. Dann gehen wir jetzt in die nächste Halle. Auf geht's. Ja, Tobias, was sind denn so die Highlights eigentlich dieses Jahr auf der Messe? Also mein persönliches größtes Highlight ist eigentlich, dass wir endlich wieder stattfinden können, ja, nach der langen Pause. Ja. Und dass wir auch wirklich groß zurückkommen mit vielen Themen. Ja, das stimmt. Ja. Hast du ja gesagt. Wir haben von der Drohne über die 120-Kilo-Klasse, Helikopter bis zum Business-Jet. Es ist eigentlich dieses Jahr wieder alles da. Okay, und macht ihr auch wieder Vorträge und Konferenzen dieses Jahr? Mehr denn je. Ich würde sagen, da haben wir sogar noch mehr Vorträge im Programm als 2019. Auf Bühnen, in Konferenzräumen, überall. Wie sieht es denn eigentlich mit Zukunftsthemen aus auf der Aero? Ja, die Zukunft der Luftfahrt spielt bei uns dieses Jahr eine Riesenrolle. Wir haben mit der eFlight Expo in der Halle A7 eine komplette Halle zum Thema Elektroflug. Und wir haben natürlich dieses Jahr ganz neu den Aero Sustainable Aviation Trail mit an Bord mit über 70 angemeldeten Ausstellern und auch dazu jede Menge Themen im Konferenzprogramm. Sehr geil. So, jetzt sind wir hier zurück bei mir am Stand. Es ist auf jeden Fall ordentlich was geboten dieses Jahr auf der Aero. Tobias, wo kriege ich jetzt noch ein Ticket her? Ganz einfach und bequem online auf unserer Homepage. Perfekt. Der Link ist auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich sage vielen Dank. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald.